Ha! Wie kommen wir denn hierher? Das ist ja irre. Ich habe nicht gelogen, wir machen uns jetzt auf den Weg auf die andere Seite der Welt. Und es regnet. Also, ich muss mich berichtigen, Wetter gibt es, aber wohl nicht so extrem. Was aber auch gut ist, weil ich ja auf einem Wrath of the Lich King Server bin, auf dem es zum Beispiel im Elbenwald quasi immer regnet. Wirklich immer. Du siehst kaum was, musst die Animation runterschrauben. Und also es wird in den Chats auch gefeiert, wenn da mal die Sonne scheint. Also dann versammelt man sich ja auch, ne? So ein kleines Happening. Ist schon irre. Aber das ist alles ein anderer Server, eine andere Geschichte. Jetzt sind wir hier und der ist einfach mal durch mich durchgegangen. Naja, sowas soll es ja auch geben. Der Geselle hier hat uns schon verraten, das ist hier der Zeppelin Orgrimmar. Nicht, dass wir irgendwie fälschlicherweise noch woanders hinfliegen und dann ordentlich auf die Mütze bekommen. So, wenn jetzt noch der Zeppelin kommen würde, das wäre super. Achso, ja, bis dahin können wir auch mal ein paar Sachen zerstören, denn wir kommen ja nicht wieder. Also, Quest abbrechen. Bla. 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 Und fucking bla. So, das heißt, wir rüsten uns dann mal. Auf Kalimdor neu aus, wie mir der Name eben einfach mal entfallen ist. Ja, ja, warten ist schon was Cooles. Was hat er denn so dabei? Rüstungstrank. Ah! Da ist er ja schon. So. Standardmäßig wollen wir vorne sitzen. Hier regnet sogar nicht. Haha, der Zeppelin schützt uns. Ja, dann von mir aus kann es jetzt losgehen. Also, husch, husch. Und da sind wir in der Messerbucht. Das passt gut, denn hier haben wir auch ein Messer. Wir passen hier also hin. Ja, guck, ein bisschen griesgrämig. Aber hier sind wir. Andere Atmosphäre, andere Farben. Andere Temperatur und vielleicht auch ein anderes Feeling. Wir werden es sehen. Irre. Vor allen Dingen der Soundtrack, der eigentlich in Westfall gespielt wird. Oder auch in Westfall, den ich super cool finde. Und das ist so ein Soundtrack, der bei mir auch Lust auf den Sommer macht. Also, das hier ist eigentlich mein Gebiet, auch wenn wir hier eigentlich gar nicht verweilen wollen, weil das Anfangsgebiet der Orks ist. Der Orkse. Er hat ein bisschen was von Manhattan, finde ich. Also jetzt nicht hier vom Aussehen, ne? Also ein, zwei Gebäude stehen da schon mehr rum. Aber halt von oben gesehen. Gut, als erstes gehen wir nach Orgrimmar. Sieht unwesentlich größer aus als das legendäre Bollwerk. Weil wir uns einen Flugpunkt holen müssen. Ich habe keinen Bock, diese ganze Strecke nochmal manuell abzulaufen. Oh, wer ist er denn? Und toter Magier. Also, entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt hier immer so feiere, wenn ich andere Leute sehe, aber wie gesagt, diese 10 Level auf dem anderen Server, die haben mir gereicht. Also ich habe mich super allein gefühlt und das war nicht schön. Habe ich mich nicht sehr drüber gefreut und lieber Fernfreunde auf elektronischem Wege als gar kein Freund. So, willkommen in Orgrimmar. Früher habe ich es immer Orgrimmar genannt, weil ich nicht gelesen habe, was da eigentlich steht. Und, ich finde es schöner als das neue Orgrimmar. Völlig überladen. Ich spreche eigentlich schon so ein bisschen wie so ein Opa. Ne? Früher war alles besser und jetzt nicht mehr und alles kacke. Und wo ist denn der Flugpunkt? Achso, dann muss ich da hochgehen.
Ja, also hier geht schon was ab. Hier treffen sich die Leute, ne? An der Bank. Priest Bank. Ah, Bankcharaktere. Habe ich ja nie verstanden, warum sich Leute Bankcharaktere geholt haben. Also was bringt das? Also wenn man mit seinem Geld nicht haushalten kann, dann wird man das auch nicht können, wenn man Bankcharakter hat, weil an den kommt man ja auch ran im Zweifel. Mhm. Und fürs BAföG-Amt braucht man das auch nicht, denn World of Warcraft BAföG ist gerade aus. So. Mhm. Er macht nichts. Ja, aber jetzt. Natürlich kann ich jetzt nichts bereisen. Aber war ja ein Versuch wert. Gut, dann stratzen wir mal los. Vielleicht soll ich demnächst nochmal zum Schurkenlehrer gehen. Vielleicht hat er noch die ein oder andere Fähigkeit, die er mir geben kann. Aber jetzt geht's erstmal ins Brachland und auf dem Weg dahin töten wir alles, was uns Leder geben kann. Und vielleicht sehen wir irgendwann... Vielleicht sehen wir irgendwann so aus. Das wäre cool. Wer hier? Crocs. Erinnert mich ein bisschen an die Clocks. Die alten Gammelschuhe, die man trägt, wenn man keinen Bock hat, sich richtig anzuziehen. Ich habe selbst ein paar. Super Dinger. Nix Clocks, die heißen Crocs. Naja. Achso, vielleicht soll ich nochmal das Fenster zumachen. Ist ja schon wieder am Regnen. Ja, ja. Hamburg im Sommer. Ist praktisch wie Hamburg im Winter, nur mit warmem Regen. So, gehen wir hier mal. Nein, wir gehen nicht querfeld ein, sondern wir gehen nach Razor Hill. Und da töten wir einfach auch mal. Was heißt der töten? Da nehmen wir eine Quest mit. Auf Weg dahin töten wir nochmal ein paar Schweine. Komm her, ja. Wie fühlt sich das eigentlich an, auf Kalimdor zu töten? Wow, fühlt sich gleich viel innovativer an. Na gut, du noch, aber dann muss ich weiter. Wobei, ich muss eigentlich so oder so die bekämpfen, weil ich meine Schwerter skillen muss. Ach ja. Classic WoW, das Spiel schenkt dir nichts. Gut, dann geben wir mal ein bisschen Speed. Wir müssen jetzt ja nicht jedes Schwein hier töten. So, ja, Sinn und Zweck ist, sich noch die ein oder andere Quest in Razor Hill abzuholen, die wir dann auf dem Weg zum Brachland abarbeiten können. Zum Beispiel er hier. Was will er von uns? Wie geht's euch so? Wins in the desert. Return supplies to return the supplies. Bleib gut drauf. Nehmen wir einfach mal an. Nein, nehmen wir nicht. Wir wollen ins Brachland. Wie ich mich ja immer von diesem Spiel verführen lasse. Da kann man doch auch nochmal hingehen. Ja, zu Fuß ist das ja auch die Hölle, ne? Insbesondere hier, weil du startest hier unten. Du musst dann immer wieder hier hochlaufen, wieder runter, hoch und runter. Also Storm liegt ja wenigstens noch einigermaßen zentral. Im Elvenwald, aber auch Grimma, das ist ja pure Horror. Und Under City, da läuft es ja eigentlich am allerbesten. Da darf ich mich am wenigsten beschweren über die Laufwege. Ich wollte heute eigentlich noch zum Fahrradhändler mir ein neues Bike besorgen, aber wenn ich so rausgucke, das sieht mir nach
Bus fahr oder kuschel dich mit dem Glas Whisky auf der Couch ein Wetter aus. Oder geh ins Kino-Wetter. Wobei, was läuft denn gerade so? Demnächst soll ja Atomic Woman rauskommen. Heißt die Atomic Woman? Ich glaube ja. Ist mit irgendeiner Schauspielerin. Charlize Theron, meine Güte, jetzt hab ich's. Die spielt ja sonst erst böse Leute. Also von daher, ich glaube, die Rolle passt auch zu ihr, weil sie da irgendwie so eine komische, böse Agentin spielt. Na gut, wir sind hier nicht bei der Kinovorschau. Wir sind hier in Razor Hill, wo uns alle neutral gegenüberstehen. Aber zumindest hauen sie uns nicht. Und Quests gibt's, glaube ich, auch. Also, vielleicht. Oder auch nicht. Doch, da oben ist eine Quest. Vielleicht ist es ja die Bring-Infos ins Brachland-Quest. Das wäre super. Sprechen wir mal an. Blut und Donner. Ventures to Betrayers, ist wohl nicht. Proud, bla 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 bla. Cool, Sailors. Nein! Auch nicht. In Ehre. Weißt du, wir kommen hier nicht durch. Moment. Kraft und Ehre! Bevor ich mich aufrege, Schocktraining. Sieg. Gut. Ich habe gelernt, was man lernen muss. Dann fragen wir ihn da oben noch. Ansonsten gehen wir zu ihm da. Und dann geht's los. Was braucht ihr? Für die Horde. Sog, sog. Was braucht ihr? Hast du noch irgendwas, was ich brauchen könnte? Nö. Vorwärts zum Sieg! Gut, dann geht's mal direkt weiter, ne? Richtung Westen. Lokta. Aha, Barons Outpost. Möge eure Klinge niemals. Ja, jetzt machen wir die Meldung. Und unterwegs töten wir halt noch Schweine. Ja, dieses Gebiet gefällt mir schon besser. Ist ganz schön. Oh, komm her, Schweinchen. Boah, gib mir dein Speck, du Freilaufschwein. Und deine Haut will ich auch. Ich will deine Kleidung, deine Stiefel und dein Motorrad. Gut, den einen Stinker nehmen wir noch mit. Den einen Keiler. Und dann gehen wir über die Brücke. Oh, soll ich die beiden noch mitnehmen? Ach, die nehme ich auch noch mit. So viel Zeit muss sein. Und damit ist es offiziell. Wir sind im Brachland. Also, man sieht noch nichts, aber das kommt noch. Guten Tag, Brachländer. Hallo, Brachländer mit Keule in der Hand. Luktar! So. Ich muss nach Crossroads. Aber hier doch bestimmt auch noch jemand eine Quest für mich, oder? Hier drin? Irgendjemand? Hallo? Keiner da? Keiner da? Keine Quest. Vielleicht hier oben? Keine Quest für mich. Naja. Dann halt nicht. Dann, gut. Machen wir hier mal Pause und dann, gibt's in der nächsten Folge Krawall im Brachland.